Hallo, willkommen bei AGATV. Es ist Mittwochabend und wir haben heute sehr viel in der Sendung für euch vorbereitet. Es ist Mai. Was gibt es denn Schönes im Mai? Diesen Sonntag ist ja Muttertag und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr es nicht vergessen, eurer Mutter etwas ganz Tolles schenkt, denn sonst ist sie traurig, sehr traurig. Was hast du denn deiner Mutter geschenkt? Also noch nichts. Also was wirst du ihr schenken? Aber ich schenke ihr ein Buch, wie immer. Das mache ich immer zu Geburtstag, Weihnachten, Muttertag, was auch immer. Und das Lustige ist, sie hat mittlerweile schon so viele Bücher, dass ich nicht weiß, was für ein Buch sie schon gelesen hat. Und deswegen kauft sie mittlerweile die Bücher, die sie haben will und sagt mir, ich soll ihr das Geld geben. Und dann gebe ich ihr das Geld und schenke sie zu Weihnachten, Geburtstag oder was weiß ich. Ihr habt ein System. Ja. Yeah. Und du? Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch schauen und spontan irgendwas kaufen. Im Notfall dann auch Blumen schicken. Aber was ist denn der Muttertag überhaupt? Woher kommt denn das? Ah, da kann mein schlaues Blatt mal weiterhelfen. Und zwar ist es eine englisch-amerikanische Frauenbewegung. Ann-Maria Rivas hat nämlich diesen Mother Friendship Days eingeleitet. Und Julia Ward Howe hat eine Initiative Mutter-Friedenstag gestartet. Und dadurch die Söhne nicht mehr in den Kriegen geopfert werden. Also hat seinen Ursprung im Grunde da. Ja. Das Lustige ist, diese Frau hat das nach einigen Jahren bereut, dass sie das gestartet hat, dass es ein Feiertag geworden ist und hat dann versucht, das irgendwie zu verhindern, aber es hat nicht geklappt. Warum eigentlich? Das weiß ich nicht. Das müssten wir irgendwie rausfinden vielleicht. Das auch was lustig dran ist, dass die Blumenindustrie in Deutschland hat dafür gesorgt, dass der Feiertag bei uns auch eingeführt wird, damit sie ein bisschen mehr Umsatz haben. Was ich wirklich froh darüber bin, weil meine Eltern auch in der Blumenbranche sind. Also gut gemacht. Kauft fleißig Blumen. Ja. Ja, was hast du denn so am Wochenende gemacht? Ich war ja in der Asterfeta am Donnerstag. Endlich konnte ich in die Asterfeta gehen. Normalerweise musste ich da ja immer arbeiten, weil es nur ein Tag war. Und wir haben einen Tag frei bekommen und an dem anderen Tag mussten wir arbeiten. Mhm. Nach der BIP sind wir dann was trinken gegangen und dann am Abend waren wir dann noch auf der Party. Haben ja auch OrgaTV getroffen. Am Donnerstag oder am Freitag? Am Donnerstag. Und am Freitag? Am Freitag musste ich dann arbeiten an der Garderobe. Da war ich fleißig. Mhm. Also ich war nur am Donnerstag da und mit meiner Freundin. Wir haben noch ein paar Freunde getroffen und haben viel Spaß gehabt, getanzt und mitgesungen, wie wahrscheinlich alle. Ja, ich fand's lustig, aber am Freitag war ich halt nicht da. Vor allem Freitag war wohl auch mehr los. Also schade, dass ich da nichts mitgekriegt habe. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt einen Beitrag darüber, was alles geschehen ist. Hallo, wir befinden uns heute auf der Aster Sommersemester Eröffnungsfeteneröffnung. Hier treffen sich neue Studenten und alte Bekannte. Es gibt wieder drei Dance-Shows, auf denen ihr mal richtig abdancen könnt. Und das Neue ist, dieses Jahr findet es an zwei Tagen statt. Und ich kann euch nur sagen, der Bier-Tour ist groß. Jetzt seht ihr, was am Donnerstag los war. Also, lasst uns mal schauen, was so abgeht. Das kann noch werden.
Ja, wenn man den überlegt hat, dann komme ich. Dann hier mal dabei. Jemals zwei Tickets haben wir verlost. Und ja, aber ihr habt schon alle Karten bekommen. Ja, wir zahlen eigentlich, wir unterstützen das Ganze auch finanziell. Wunderbar, das freut uns alle. Hallo, hier haben wir unsere zwei Gewinnerinnen der Astercard. Wie heißt ihr? Julia. Annika. Ja, und seit wann seid ihr hier? Wie gefällt es euch hier? Super! Wunderbar! Und wie lange werden wir heute sein? Habt ihr morgen Vorlesung? Vielleicht? Vielleicht, okay. Ja, kommt dann. Das war eine lustige Party. Ja, schade, dass man da nicht mehr mitbekommen hat. Ja, auf jeden Fall nach meinem Motto auf meinem T-Shirt hier, boom. Ne? Also Ali, jetzt frage ich mal, letzte Woche bin ich ja nicht dazu gekommen, dich zu fragen, was du mit deiner Seminararbeit alles machst, wie das funktioniert, was du da schreiben musst und so. Jetzt erzähl mal, wie man damit anfängt mit der Seminararbeit. Also erstmal sollte man sich natürlich anmelden, das ist am wichtigsten, und zwar zwischen 24. und 29. Mai. Also 14. Mai bis 29. Mai. Und wie man jetzt sehen kann, muss man sich in Wippe anmelden, im Anmeldeportal, einfach Seminaranmeldung, und dann mit seinem regulären Passwort und Benutzernamen einfach rein. Und da hat man die Möglichkeit, 3 bis 4 Lehrstühle auszusuchen, bei denen man auch schreiben möchte. Und je nachdem, welche Präferenzen man hat, nimmt man den ersten und den zweiten, dritten, je nachdem. Und nach Credit Points wird man dann einfach eingeteilt. Man bekommt dann Bescheid, wo man schreiben muss. Alles klar. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, dass man kein Plagiat schreibt. Aber wie findet man raus, ob man Plagiat hat? Also Plagiat. Oder was ist das überhaupt für manche, die es nicht wissen? Es ist kein Plagiat, solange du zitierst. Du kannst dann Formfehler machen und auch andere Dinge. Aber solange du wirklich immer Angaben machst, ist das kein Plagiat. Da braucht man sich wirklich keine Sorgen zu machen. Aber muss man wirklich darauf achten, dass man richtig zitiert. Und das wird schon. Aber es gibt auch verschiedene Voraussetzungen, die man dann auch erfüllen muss. Zum Beispiel ist es anders für den Diploma und für den Bachelor. Das heißt, zum Beispiel können die Diploma so oft schreiben, wie sie möchten, aber die Bachelor-Leute ja nicht. Darauf sollte man auch achten, denn man hat nur 3 Möglichkeiten. Also 2-mal darf man es wiederholen, und wenn man es nicht bestanden hat, ist es vorbei.
mit dem ganzen Studium. Ja, genau. Also wie eine reguläre Klausur. Also man hat dann auch eine bestimmte Zeit, um die Arbeit zu schreiben, oder? Ja, ungefähr 5 Wochen. Bei manchen Lehrstühlen ist es mehr, bei manchen weniger, aber regulär ist eigentlich 5 Wochen. Und das Thema kann man sich frei aussuchen? Es gibt ein Generalthema. Also nachdem man an einem Lehrstuhl schreibt, wenn das feststeht, kann man sich selbst ein Thema aussuchen von mehreren, also eine Art Ranking. Oder es gibt auch manchmal Lehrstühle, die dann direkt ein Thema verteilen. Zum Beispiel bei Strohmeier war es so, dass man direkt ein Thema bekommen hat. Und du musst einfach jetzt über das Thema was rausfinden, worüber du schreibst. Genau, einfach recherchieren, was schreiben. Meistens ist es bei den Bachelors 12 und bei Diplomen ist es 20 Seiten. Interessant. Was hast du für ein Thema? Ich schreibe zurzeit bei Professor Strohmeier und zwar über neuronale Netze. Und zwar geht es nicht direkt um neuronale Netze. Ich muss bei der Sozialarbeit über Fluktuation schreiben, wie die Fluktuation dort ist. Und dies anhand von Methoden. Ja. Klingt ja sehr schwer eigentlich. Es geht. Also wenn man ein bisschen raus hat, wie es funktioniert mit den Methoden, kriegt man das hin. Also Fluktuation allgemein, da gibt es viel zu schreiben. Ja. Was noch wichtig ist, ihr müsst wissen, dass ihr euch rechtzeitig anmeldet für die Seminararbeit, denn man muss sich ein Semester vorher anmelden. Das heißt, ihr meldet euch jetzt an, um im nächsten Semester eine Seminararbeit zu schreiben. Das ist sehr wichtig. Das stimmt. Also jeder, der nächstes Semester eine Seminararbeit schreiben will, sollte sich jetzt anmelden, die nächste Woche. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Beitrag, den wir haben. Das ist die Asta-Party Teil 2, der Freitag. Und ich bin mal gespannt, was da passiert ist, denn ich war ja nicht da. Und ich musste arbeiten, also sehen wir es uns an. Heute an Tag 2 der Asta-Semester-Eröffnungsfete 2012 sind wir wieder für euch unterwegs und schauen mal, wie die Stimmung so ist und ob genauso gut gefeiert wird wie gestern. Jo, servus, wie hast du dich heute auf die Party vorbereitet? Also ich bin ein, zwei Bierchen getrunken und jetzt kommen wir hier an die Party und ich hoffe, da drin geht einiges ab und ich bin guter Dinge. Bist du zum ersten Mal hier oder schon öfters da gewesen? Nee, zum ersten Mal. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke. Hallo, ich bin von OrgaTV und ich wollte dich mal fragen, wie hast du dich denn heute auf den Abend vorbereitet? Zu gut, auf jeden Fall. Zu gut habe ich mich vorbereitet. Ja, aber du wirst doch hier auch noch ein bisschen Geld ausgeben für was zu trinken, oder? Oder lässt du dir alles ausgeben von den Männern? Nee, das mache ich nicht, weil ich bin selbstständig und fühle mich gut. So wie ich bin, ich mache das alles selber. Oh, das ist aber sehr vernünftig. Das ist doch mal klasse Frauen und Männer, ja, oder? Ja, oder? Bist du Single? Jein. So. Also heute nur zum Party machen da. Ja, auf jeden Fall hier mit der Freundin. Nein, das ist morgen. Morgen ist so, ja. Morgen kommt aus den USA. Okay. Sie ist bei uns Austauschstudentin gewesen und jetzt macht sie German Party Life, ne? Geil, oder? Ja, natürlich, sehr geil. Dann lass die Show beginnen. Yo, Mädels, und wie gefällt's euch hier? Ja, der Kameramann ist schon ein heißes Teil. So, hallo, und ich bin hier jetzt mit dem... Veron! Hallo? euch geht's gut? Ja, Veron! Habt ihr schon ordentlich vorgeglüht? Ja. Veron! Okay, sehr sprachgewandt hier der... So, und jetzt erzähl uns mal bitte die Geschichte über das Veron, meinst du? Genau. W-R-Ö oder was? Ja. Was hat es damit auf sich? Es geht im Prinzip um einen Kollegen von mir, der kommt aus München. Okay. Und wir waren damals im Club in München P1. Sagt ihr das was? Klar. Er war halt extrem besoffen und er konnte nicht mehr sprechen. Und das Einzige, was er noch sagen könnte, war Veron, okay? Verstehst du? Ja, okay. Ja, genau. Falls euch das auch noch interessiert, am selben Abend, als er das Veron erfunden hat, hat er auch im P1 an die Bar gepisst. Ist lecker, okay. Ist auch fair eigentlich, oder? Kann man okay. Bringen. Das ist nice. Okay, ja, das ist nice, oder? Das war leider schon die ganze Geschichte. Okay, aber interessant. Dann mal danke und noch viel Spaß bei eurem Veron. Hey!
pass auf. Hallo, und wer seid ihr? Schorsch. Und Jonathan. Und woher kommt ihr? Aus Homburg. Oh. Okay. Ich komme aus Berlin. Also ich komme eigentlich aus Köln. Aus Köln. Und wie hat es euch denn hierher verschleppt? Medizin. Okay, und du? Ja, auch. Ich durfte nirgendwo anders studieren, leider. Und dann kommt man ins Saarland. Ja, und wie gefällt euch die Asterfete? Euer erstes Mal heute? Nee. Ja, wie gefällt es euch? Sehen wir so aus? Sehen wir so aus, als wäre es das erste Mal hier? Also, nee, wir waren schon ein paar Mal hier. Ist immer eine gute Sache. Und wie findet ihr generell die Idee jetzt mit den 2 Tagen? Ja, hervorragend, weil Donnerstag ist scheiße, weil man kommt nicht mehr zurück nach Homburg. Also es ist hervorragend, dass man Freitag auch mal feiern kann. Genau. Ja gut, dann hoffen wir mal, dass es beibehalten wird. Ja, hoffen wir auch. Wir hoffen auch. Und wir möchten auch gerne mehr Busse von Homburg hierher und von Homburg zurück. Okay, das gebe ich dann mal so weiter. Ja, ja, ich nehme auch an, dass gerade du oder ihr alle hier die Kompetenz habt, das auch zu ändern. Ne? Ja, eigentlich nicht, doch. Aber wir probieren es. Es ist eine super Sache hier. Wir hatten immer viel, viel Spaß. Und am Abend, wenn man hier um 4, 5 Uhr geht, dann kann man, ich kann nicht empfehlen, jedes Mal 3, 4, 5 Schnitzelbrötchen dahin zu essen. Okay, gut, dann wünsche ich euch mal noch viel Spaß. Dankeschön. Und bis nächstes Jahr. Dankeschön. Also ich hätte echt dabei sein müssen am Freitag. Ja, da war auch viel mehr los als am Donnerstag. Ich hätte da echt hingehen müssen. Ich war krank. Ich wäre sowieso nicht hingegangen und musste arbeiten am Samstag. Aber was ich da verpasst habe, unglaublich, oder? Ich war halt wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe schon gemerkt, da ist eine Menge los, auch viel mehr als am Anfang, weil die ganzen Leute da auch vorbeigeschaut haben. Ah, weißt du, was ich ganz Interessantes noch entdeckt habe bei der Garderobe? Und zwar, ich habe gemerkt, die allerersten, die gekommen sind, sind auch bis zum Schluss geblieben. Aha. Und diejenigen, die ein bisschen später gekommen sind, also nicht ganz zum Schluss, die sind als erstes dann auch gegangen. Da könnte man gute Statistiken draus machen. Ja, vielleicht waren sie einfach nur auf dem Sprung da und sind wieder in die nächste Party gegangen. Aber wir haben hier so Reihen gehabt, yeah. Und man konnte wirklich direkt feststellen, dass die ersten zum Beispiel, die ersten Reihen, die ersten, die gekommen sind, auch wirklich als Letzte gegangen sind. Also gut, Leute. Finde ich sehr interessant. Muss man wirklich eine Statistik draus machen. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass ja so eine Party nicht einfach gemacht werden kann, dass geheime Helden in solchen Partys sind, zum Beispiel Leute, die Türsteher sind im Bars oder auch in der Garderobe. Ja, du, Ali. Ja, das muss ich nochmal sagen. Unser Hidden Champion hier. Genau. Und wer sonst alles dabei ist, das können wir jetzt sehen. Hinter mir seht ihr den Platz, auf dem letzte Woche die Asterfete stattgefunden hat. Wir waren für euch auf der Asterfete unterwegs und haben unsere Hidden Champions interviewt, nämlich die Leute, die für den Ablauf, die Planung und die Organisation der Fete verantwortlich waren. Ohne diese Personen hätte die Feier nämlich gar nicht stattgefunden. Ja, hallo, also wir sind von ARGA-TV und du bist für uns ein Hidden Champion. Kannst du dir vorstellen, warum? Ich habe keine Ahnung. Und zwar, für uns sind unbekannte Personen, die was ganz Großes leisten. Und da du hier DJ bist, dachten wir, du bist für uns ein Hidden Champion. Das ist nett, danke. Seit wann bist du denn schon DJ? Schon einige Jahre. An die 7 jetzt bald. Okay, und wie kam es dazu? Leidenschaft für die Musik und Inspiration von Älteren aus der Familie. Okay, und heute das erste Mal, dass du hier auflegst oder gestern auch schon? Dieses Jahr heute das erste Mal, aber die letzten 3 Asta-Veranstaltungen habe ich auch schon mitgewirkt. Beim ersten Mal Hip-Hop-Floor und dann die letzten Male House-Warm-Up. Okay, und so wie heute ist ja relativ wenig noch los. War es die letzten Jahre besser? Ja, heute, das kommt wahrscheinlich noch. Da heute jetzt der 2. Tag ja ist, wird das, glaube ich, alles etwas später losgehen. Aber die letzten Jahre war um diese Uhrzeit deutlich mehr in der Hütte los schon. Und meinst du, es wird es nächstes Jahr nochmal rendieren, einen 2. Tag überhaupt zu machen? Das muss die Asta entscheiden. Also wenn bei denen die Finanzen stimmen, definitiv. Die Stimmung ist ja jetzt so auch definitiv noch ganz cool. Und wie gesagt, die Nacht ist noch jung. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Auflegen und danke fürs Interview. Kein Problem. Hallo, wir sind von ORGA-TV und wir wollten euch, das Sanitäterteam, mal fragen, wart ihr gestern auch schon hier? Ja, also ich persönlich war gestern auch schon hier. Wir haben zum Teil eine neue Besatzung dabei, aber ansonsten die meisten sind auch schon routiniert von dem letzten Jahr in der Astersemester-Eröffnungsfete.
Und gestern ist alles ruhig verlaufen oder gab es irgendwelche Probleme? Ja, also wir haben natürlich immer unsere Routineeinsätze. Die kommen einfach vor. Ich meine, das ist eine Uni-Party, ne? Damit ist zu rechnen. Ja, ein bisschen Alkohol, man kennt das. Das gehört dazu, wie man es kennt, aber das gehört ja zum guten Ton jeder besseren Party, ne? Ja, aber man verhält sich doch gut, also okay, größere Ausschreitungen oder sowas. Nee, also größere Ausschreitungen gab es in dem Sinne keine. Und ja, wir sind natürlich auf alles vorbereitet, aber... Würden Sie sagen, der Job macht Spaß? Ja, sicher. Also es ist bei uns ist es ja auch unser Hobby, muss man dazu sagen. Und ja, wir haben alle noch andere Arbeiten. Allerdings ja in der Freizeit so eine Uni-Party als Sani eine nette Sache. Und das geht jetzt bis die Party halt zu Ende ist? Sind Sie hier oder kommt noch, genau. Gibt es noch einen Schichtwechsel? Ja, wir sind die, die am Ende hier das Licht anmachen. Ne? Ah. Also wir sind die Letzten, die gehen. Und ja, offizielle Anforderungen geht bis 5 Uhr morgens. Also wir haben halt noch ein bisschen was vor uns. Okay, gut, vielen Dank. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und eine Ruheschicht. Tschüss. Okay. Tschüss. Danke. Hallo, wir sind heute auf unserer 8. Semester-Eröffnungsfete und hier habe ich unsere beiden Hidden Champions. Sie sind für Licht und Ton hier verantwortlich. Wie heißt ihr? Bastian. Danke. Und jetzt zeigen wir mal kurz, was die beiden hier veranstalten. Ich habe hier einen weiteren DJ für euch. Du bist DJ in welchem Floor nochmal? Was legst du heute auf? Im Chemiefloor und ich lege halt Haus auf. Ah, okay, cool. Wie findest du jetzt die Massen? Gehen sie gut ab oder? Ich meine, es ist ja noch früh, aber... Ja, also für die Uhrzeit ist es schon ganz okay. Also man muss sagen, es geht eigentlich immer erst so ab 1, 2 Uhr richtig los. Aber es entwickelt sich schon ganz gut. Also kann man nicht... Ja, okay. So, als DJ bleibst du da eigentlich nüchtern oder wirst du selber auch ein bisschen locker mit ein bisschen Alkohol? Ja, also ich meine, ein bisschen was trinken ist nie verkehrt. Also es ist so, dass meine Schwester mich heute auch fährt. So. Von daher kann ich mich schon ein bisschen betanken. Ja, das passt ja ganz gut. Und du kriegst ja auch alles für lau, oder? Ja. Ja, das ist dann natürlich verlockend und... Ja. Oh. Okay, gut, vielen Dank. Bitte. Ich wünsche dir noch viel Spaß und schöne Schicht. Ciao. Danke, ciao. Hallo, warum sind Sie heute Abend hier? Ja, ich mache halt Fotos für SOL und bin halt heute für jemanden eingesprungen. Normal wäre ich gar nicht hier, also mache nur vertreten für jemanden, der krank geworden ist. Lassen sich viele Studenten fotografieren oder sind die jetzt am Anfang von dem heutigen Abend eher noch so zurückhaltend? Nee, es lassen sich schon einige fotografieren, aber es ist noch ein bisschen zurückhaltend. Ich denke mal, dass die Stimmung noch fehlt. Ja, und dass vielleicht, wenn die Leute ein bisschen was getrunken haben, dann wird es besser. Genau. Hallo, wir sind von Orga TV und wir machen einen Beitrag zu den Champions und wollen jetzt euch einfach mal fragen, ob ihr heute Abend nur arbeitet oder ob ihr gestern auch schon gearbeitet habt. Also ich arbeite nur heute. Ich mache die Schicht jetzt von 9 bis 1 Uhr. Okay, und du? Also ich arbeite auch nur heute hier, aber dafür die ganze Schicht und ja. Habt ihr sowas schon öfters gemacht oder ist das das erste Mal? Also bei mir ist es jetzt das erste Mal Premiere. Ja, und also ich bin schon seit 2 Jahren im Aster dabei, deshalb ich war schon auf einigen Städten. Interessant, was so alles hinter den Kulissen von der Asterfete abgeht, ne? Da war ja wirklich eine Menge los, also schade, dass wir es verpasst haben. Ich habe gehört, es gab einen Feueralarm, was war denn los? Oh ja, und zwar weiß ich immer noch nicht, was genau los war, aber wir sind plötzlich mit Kassen und 3 Leuten sofort weg und wir haben rechts, links geschaut, weil es hätte ja sein können, dass die Leute das gemacht haben, um uns abzulenken und dann die Kassen zu stehlen. Und ja, das war echt ein bisschen abenteuerlich, muss man schon sagen, ein bisschen Mission Impossible. Und dann hat es auch lange gedauert, bis wir dann wieder rein konnten. Ich glaube, so um die 30 Minuten, 40 Minuten hat es wieder gedauert. Das war am Freitag, oder? Das war am Freitag, ja. Ja, wäre ich da gewesen, dann hätte ich es mitgekriegt. War aber schon toll. Eine andere Geschichte, wir haben eigentlich am Donnerstag, wo ich vergessen habe, noch zu erzählen, die ganze Orga-TV-Team konnte ja wirklich gratis noch trinken. Mhm. Das wussten wir natürlich nicht. Ich habe es dann viel zu spät den ganzen Leuten gesagt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das müssen wir irgendwie ausnutzen. Und sind dann in dem Bar. Wohin sind wir? Natürlich in den Cocktailbar. Mhm. Und das war das Einzige, wo wir natürlich nichts bezahlt haben. Das war natürlich alles weg. Die Leute waren ein bisschen wütend, aber ja, trotzdem. Selbst schuld, ne? Was ist dann eigentlich wichtig nach einer Party? Besonders am nächsten Tag? Schlafen. Was noch viel, viel wichtiger ist Kaffee. Stimmt, Kaffee. Ja, das hilft auf jeden Fall. Und wo man das überall trinken kann, das wollen wir euch jetzt zeigen. Jeder Morgen beginnt mit einem leckeren Kaffee und einer Kleinigkeit für den Magen. Auch am Nachmittag ist der Kaffee ein unverzichtbarer Begleiter eines jeden gestressten Studenten.
Heute haben wir vom Orga-TV-Team uns auf dem Unigelände für euch auf den Weg gemacht, um eure Favoritencafés auf dem Campus zu erfragen. Also, was sind eure Lieblingscafés an der Uni? Mein Lieblingscafé ist das Mensa-Café, weil es einfach direkt an der Mensa ist. Unser Lieblingscafé ist das Unique, weil es am besten schmeckt. Trink doch gar keinen Kaffee. Mein Lieblingscafé ist das Juristencafé, weil da ganz viele nette Leute sind. Ich mag besonders das Unique, weil man dort immer frische Brötchen kaufen kann. Also mein Lieblingscafé ist die Cafete, weil also die liegt schön zentral und und sie ist auch größer als das Unique. Also mein Lieblingscafé ist das Mensa-Café, weil die Atmosphäre mir dort gut gefällt und weil es dort was zu essen gibt. Ich mag am liebsten das Ausländercafé, weil die Brötchen da so lecker sind. Mein Lieblingscafé an der Uni ist das Café Unique, weil der Kaffee dort einfach am besten ist. Ich mag das Ausländercafé nicht, weil die Portionen viel, viel zu klein sind. Okay. Mein Lieblingscafé am Campus ist das Ausländercafé, weil man da im Sommer super sitzen kann und Weizenbier trinkt. Um euch jetzt nochmal zu zeigen, wo die verschiedenen Cafés liegen, folgt hier ein kurzer Überblick. Das Mensa-Café befindet sich im Gebäude D41 direkt unter der Mensa. Hier könnt ihr auch zu Mittag und zu Abend essen. Eine Etage darunter liegt das Canossa. Neben den Café-Spezialitäten sind Pizza- und Pasta-Fans hier genau richtig. Das iCoffee befindet sich in einem Rundbau bei dem Gebäude E13. Hinter der großen Wiese in der Mitte der Uni ist das AC, welches euch im Sommer auch einen Biergarten bietet. Direkt gegenüber im Gebäude A44, dem Campus Center, findet ihr das Unique, klein, aber fein. Ganz neu eröffnet hat das Starbucks im Gebäude der Sulb B11. Im Audimax-Gebäude B41 befindet sich die Cafete, welche für BWLer und Juristen meist die erste Anlaufstelle ist. Außerdem gibt es auch noch das Juristencafé im Gebäude B42 hinter dem Audimax, wo euch auf Wunsch auch die Brötchen ganz frisch zubereitet werden und wo im Sommer bei schönem Wetter auch gerne gegrillt wird. Also wie ihr seht, es gibt eine große Auswahl Cafés auf dem Campus. Wir hoffen, dass auch etwas für euch dabei war, falls ihr euer Lieblingscafé noch nicht gefunden habt. Also ich bin auch ein bisschen nervös hier, ne? Warum das dann? Bisschen Koffein in mir, bisschen Zucker. Aber wusstest du eigentlich, dass es so viele Cafés da gibt? Ich hab von den Hälften habe ich gar nichts gehört. Von der Hälfte von denen. Ist schon eine Menge. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten. Was ist dann eigentlich dein Lieblingscafé? Also ich finde das Unique ja ganz toll. Die Brezel ist super. Aber ich finde es halt schade, dass einfach so viele Leute da vorne dran immer stehen und dann muss man mal so lange warten. Aber die Atmosphäre ist echt klasse. Finde ich auch. Also seit die Uni geöffnet ist, gehen wir auch meistens dorthin. Und jetzt ganz neu gibt es ja auch diese Sulb-Café oben, was auch in einem Beitrag gezeigt wurde. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja. Also ich habe schon mehrere, muss man sagen. Die AC, Mensa-Café. Man braucht ja auch Abwechslung. Es ist auch gut, dass immer mehr Möglichkeiten hier im Campus besteht. Ja, also ich muss mal auch ein paar mehr ausprobieren. Ich habe noch nicht so viele gesehen. Ja. Was gibt es denn sonst eigentlich? Was kann man da noch machen am Wochenende? Da wolltest du doch irgendwas noch sagen. Genau, das Wochenende. Da geht es jetzt auch ein bisschen Party ab. Und zwar morgen ist jetzt die Sportlerparty im Seven zum Beispiel. Oder für die Leute, die jetzt am Freitag eine Vorlesung haben, geht es auch um Freitagpartys. Zum Beispiel die Garage zeigt wieder ihr Best of Garage. Das Nachtwerk feiert mit Singles Gone Wild. Das A8 feiert die White Nights Teil 1 und am Samstag geht Teil 2 weiter. Und am Samstag gibt es auch im Nachtwerk die Mallorca-Nacht, was es nicht so mein Ding ist. Vielleicht deins? Keine Ahnung, was ist das dann überhaupt? Mallorca-Schlager und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man dann eine Menge machen. Ja, und am Sonntag ist noch Flohmarkt, das ist ganz wichtig zu wissen. Und nächste Woche gibt es ein Gewinnspiel. Da müsst ihr auch dringend einschalten. Folgt uns bei Facebook und schreibt Kommentare. Und edit uns vor allem, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Schreibt Kommentare, wie ihr die Sendung fandet. Und wir sind auch offen für Vorschläge. Also wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr uns das auch schreiben. Und wie gesagt, wir brauchen viele Freunde, also Freundschaftsanfragen an uns. Genau, und dann schaltet einfach nächsten Mittwoch wieder ein um 18.18 Uhr bei Orga TV. Wir freuen uns. Ja.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.